Mohammed, gerade ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ihr habt gerade den amtierenden Meister vom Thron geschubst, schon so ein bisschen. Steht jetzt im Finale. Wie geht's dir? Ja, wie soll's mir gehen? Bin fix und fertig. Mit den Nerven runter. Mit allem. Also es war super spannend, das Spiel. Und wir sind sehr gut reingekommen, haben schnell geführt, wussten aber ganz genau, dass Hannover da nie aufgeben wird und die halt bis zum letzten Ball kämpfen werden. Und das haben sie auch halt im Doppel dann auch nachher gezeigt. Und dann war nochmal ganz gut, dass Mignon und Björn da nochmal gut reingekommen sind und dann ja die Punkte jetzt eingeheimst haben und uns nicht nochmal ein Finale beschert haben. Gab es einen Moment, wo du gedacht hast, gleich müssen wir doch noch Penalty schießen? Also gegen Hannover muss man es eigentlich immer denken, weil die halt super stark sind, die letzten Jahre bewiesen haben, wie gut die sind und sind nicht umsonst Rekordmeister und sind ein sehr tolles Team. Und da galt es halt dagegen zu halten und ich glaube, das haben wir irgendwie als Team ganz gut geschafft und gemeistert. Und umso glücklicher bin ich, dass das Spiel halt vorher entschieden wurde und nicht nochmal in die letzten, weil das hätte mein Herz nachher, glaube ich, gar nicht mehr ausgehalten. Und das ist echt, echt brutal und einfach super geil. Und ja, ich weiß gar nicht, was eigentlich, also ja, wir sind irgendwie im Finale. Das ist, ja. Aber es ist noch ein bisschen Energie übrig fürs ja, Finale. Ja, wir müssen uns gleich nochmal sammeln und genau das Gleiche, was wir eben gerade an den Tisch gesetzt haben, das auch noch mal, gleich nochmal auf den Tisch bringen, weil sind zwar im Finale, aber wir haben die Schale noch nicht und die wollen wir halt dieses Jahr holen. Ne? Dann will ich dich jetzt auch gar nicht viel länger aufhalten. Ihr wollt ja jetzt wahrscheinlich auch, wir haben dich ja jetzt gleich aus dem Kreis deiner Lieben gerissen für dieses Interview. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg oder euch ganz viel Erfolg. Drücke die Däumchen und ja, glaube, wir geben unser Bestes und dann schauen wir mal und ich hoffe, es wird ein Happy End dieses Wochenende für uns geben. Alles klar, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, danke auch.